FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Die letzte Trainingseinheit der Bayern am Sonntagvormittag an der Säbener Straße, bevor es morgen Abend in Osnabrück gegen den BSV Schwarz-Weiß Reden in der ersten Runde des DFB-Pokals zum ersten Mal in dieser Saison so richtig ernst wird. Damit herzlich willkommen zu den FCB News, gleich mit einer Einschätzung von Sportvorstand Matthias Sammer zum Spiel morgen Abend. Jetzt beginnt die Saison, wir haben morgen das erste Pokalspiel. Wir sollten dort natürlich auch so auftreten, nicht, dass es vermeidbar in einem anderen Stadion gegen einen Gegner, der vielleicht nicht zur Spitzenklasse gehört, uns das anmerken lassen, sondern wir müssen jetzt schnell unseren Rhythmus finden, weiter an den Abläufen arbeiten. Und neben dem, dass mich die Niederlage ärgert, ist sie dann aber auch abgehakt gegen Dortmund und jetzt beginnt die Saison. Eine volle Trainingseinheit über gut 1,5 Stunden stand heute noch einmal auf dem Programm. Positiv dabei auch zu vermerken Mario Götze, der am Freitag zum ersten Mal einige Einheiten gemeinsam mit der Mannschaft absolviert hatte, war heute von der ersten bis zur letzten Sekunde des Trainings voll dabei. Ein Einsatz morgen gegen Reden steht aber noch nicht zur Debatte. Es ist richtig, dass Mario Götze noch nicht so weit ist, aber das war immer klar, das haben wir besprochen. Luis ist noch ein bisschen angeschlagen und deshalb führt er auch noch individuelles Rehabilitationstraining durch, um ihn immer weiter dann wieder an die Belastung zu führen. Diego Contento genauso, hatte ja mit dem Knie. Aber alles, auch eine kleine Geschichte, alles kleine Geschichten, aber die eben dazu führen, dass sie morgen noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind und deshalb nicht dabei sind. Ansonsten, der ein oder andere Junge hat bei den Amateuren gespielt und das wird auch Richtung Dienstag. Haben wir ja immer ein Derby, das wollen wir auch gewinnen. Da sind die Jungen auch dabei, sodass sich der Kader eigentlich von selber aufstellt. Nach dem Training heute gab es noch ein ausführliches Gespräch auf dem Platz zwischen Pep Guardiola und Bastian Schweinsteiger. Dessen Bruder Tobias kam dann auch noch an die Säbener Straße, knapp 24 Stunden, nachdem er mit der zweiten Mannschaft der Bayern in Fürth im fünften Spiel der Saison den fünften Sieg eingefahren hatte. Den entscheidenden Treffer zum 1:0 Auswärtserfolg beim direkten Verfolger hatte dabei Patrick Weihrauch bereits in der 18. Minute erzielt. Zum Abschluss der heutigen News noch ein kurzer Blick auf den jüngsten Fußballnachwuchs. Die ausgesprochen erfolgreiche Serie der FCB Kids Club Jugendcamps wurde nämlich an diesem verlängerten Wochenende fortgesetzt. Von Freitag bis Sonntag standen für die Nachwuchskicker hier an der Säbener Straße jede Menge Trainingseinheiten, Miniturniere, aber auch schauen, wie die Profis so trainieren und Autogramme erhaschen auf dem Programm. Mit großem Erfolg, wie man sieht. So viel für heute. Morgen freuen wir uns auf das Pokalspiel gegen Reden, das dann in den News vom Dienstag sicher ganz im Mittelpunkt stehen wird. Bis dann.